Gebackene Bananen gab es bei einem Brand auf der Bundesstraße 323. Ein LKW-Fahrer, der Bananen geladen hatte, war mit seinem Wagen aus Homberg kommend in Richtung Remsfeld unterwegs, als er plötzlich ein Feuer im Führerhaus bemerkte. Die Flammen griffen bereits auf den Auflieger und die Ladung über, als die Feuerwehr eintraf. Sie öffnete mit Kettensägen die Seite des Aufliegers, um an den Brandherd zu gelangen. Verletzt wurde niemand. 21 Retter aus Homberg und Holzhausen waren mehrere Stunden im Einsatz. Die Polizei Homberg schätzt den Schaden auf 200.000 Euro.